حبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل Dalaletin finnar. Das ist unsere neunte Sitzung im Fach Al-Fiqh. Also heute werde ich eine Wiederholung machen, weil immer wenn wir drei Kapitel beenden, wir machen eine Wiederholung. Und auch ich will, manche haben gefragt über, dass diese Themen sind sehr viel sind von Al-Fiqh. Wie kann ich das richtig lernen? Ich will auch über diese Methodik reden, wie man die Sachen von Al-Fiqh lernt, wie man studiert die Sachen von Al-Fiqh, ist ein Dars. Wie kann ich diesen Dars bearbeiten und behandeln? Nicht jetzt, wenn ich rede, sondern du bei dir zu Hause, wie machst du das? Aber wir fangen mit diesem Thema jetzt. Wie lerne ich diese Dars von Al-Fiqh? Also es gibt viele Themen. Wir haben über die Arten von Wasser geredet. Wir haben über Sunan al-Wudu. Wir haben über Makruhat al-Wudu geredet. Wir haben über al-Wudu geredet. Wir haben über al-Masah geredet. Wir haben über Sunan al-Fitra geredet. Verschiedene Sachen. Wie kann ich das richtig beherrschen? Also du nimmst ein Heft. Ein Heft für Al-Fiqh. Du sagst, dieses Heft ist für Al-Fiqh. Wir haben heute Kapitel, es gibt Kitab. Es gibt ein Kitab von At-Tahara. Ein Buch von At-Tahara. Dieser Buch von At-Tahara unterteilt sich auf verschiedene Kapitel. Ja, also Wasser, Al-Wudu und so weiter. Es gibt viele Kapitel. Also du nimmst das Buch und du sagst, dieses Heft, du sagst das Buch der Reinheit von At-Tahara. Das ist erstmal. Du machst das erste Kapitel Al-Miyah. Wir haben gesagt, Al-Miyah sind drei. Die Arten von Wasser sind drei. Der Autor hat gesagt, Al-Miyahu Thalatha. Er hat das auf drei Arten aufgeteilt. Er sagt, das Wasser, es gibt Tahur, Tahir, Najis. Tahur, Tahir, Najis. Und das ist die Aufteilung von Al-Jumhur. Die meisten Bücher von Al-Fiqh, wenn du die Bücher von Al-Fiqh liest, du findest, dass sie diese Aufteilung machen. Das ist nur ein Beispiel. Du nimmst Tahur, deine Definition. Tahir, seine Definition. Najis, seine Definition. Du hast drei Sachen. Du hast eine Aufteilung mit drei Definitionen. Das ist die erste Sache. Wir haben gesagt, dass es gibt manche Gelehrten, die haben gesagt, diese Aufteilung ist nicht richtig. Es gibt nur Tahir und Najis. Es
gibt nur ein rein und unrein. Und diese Aussage ist auch sehr berühmt. Du schreibst es unten, schreibst, es gibt manche Gelehrten, die haben das Wasser auf zwei aufgeteilt. Wer sind das? Schreibst das. Jetzt, das ist ein Beispiel. Wenn du das lernen willst, du sollst das auswendig lernen. Wenn du nicht auswendig lernen kannst, du sollst immer in deinem Gehirn ein Charita machen, wie eine Karte. Du musst immer in deinem Gehirn, dein Heft soll in deinem Gehirn sein. Du sollst in deinem Gehirn so schreiben, Wasser und drei Linien. Also erstens Tahor, Taher, Najis, immer in deinem Kopf. Und auch zweite Aussage, es gibt zweite Aussagen der Gelehrten, Taher und Najis, in deinem Kopf. Aber du sollst das oft lesen, damit du diese Karte in deinem Kopf behältst. Wenn du nicht lernen kannst, du sollst oft lesen. Wenn du keine Zeit hast, du sagst mir, ich habe keine Zeit, dann lass dieses Heft neben deinem Kopf, bevor du schläfst, nimm das und lies das. Bevor du schläfst, 10 Minuten. Jeden Tag. Du liest 10 Minuten über die Sachen, die du geschrieben hast. Jeden Tag. Wenn du keine Zeit hast. Aber wenn du Zeit hast und du sagst, ich will das auswendig lernen, du nimmst eine Zeit für Lernen, nach Fajr oder nach Dor, egal wann. Du sitzt und du wiederholst das und du lernst das auswendig. Diese Sachen. Das bedeutet, bei jedem Kapitel, wenn du kommst zu einem Kapitel, du hast die Themen von Al-Fiqh in deinem Kopf. Du liest, du hast es gelernt. Und zweite Sache, du gibst es weiter, entweder für deine Kinder oder irgendjemand. Also du gibst es weiter. Du sitzt mit deinem Kind oder irgendjemand, du sagst ihm, du redest, du sprichst alles aus, was du gelernt hast. Wenn du niemand hast, sitz und rede mit dir über die Sachen, die du gelernt hast. Du sollst mit leben, du sollst mit Al-Fiqh leben. Das ist eine zweite Sache. Du sollst es weitergeben. Oder mit dir aussprechen. Dann diese Sachen werden in deinem Kopf immer sein. Egal wo du bist, du hast das Wissen in deinem Kopf. Drittens, das ist die dritte Sache. Dritte Sache, wenn du jetzt diese Audio oder Video bearbeitest, du hörst jetzt, was ich sage, du hast Notizen. Zweite Sache, du gehst zu dem Audio und du bearbeitest das langsam. Du schreibst das langsam. Auf Rot schreibst du Kitab al-Tahara, auf Grün Kapitel von Wasser, dann schreibst du 1, 2, 3. Aufteilung Tahir, Tahur, Tahir, Najis, Definitionen von den drei. Und bedeutet, wenn du dein Heft siehst, dass du siehst das leuchtend und du kannst einfach lernen. Das ist die Methodik. Diese drei Sachen sollst du immer machen. Ja? Diese drei Sachen sollst du immer machen. Bei jedem Kapitel. Egal, was für Kapitel gibt, weil es gibt viele Kapitel. Dann kommt Gebet und Gebet gibt viele, kommt das Buch von Gebet. Im Buch von Gebet gibt es viele Kapitel. Viele Kapitel. Kitab, das Gebet von Al-Jama'a, Al-Adhan, Al-Iqama, viele Sachen. Dann kommt Al-Zakat, kommt Al-Sawm, kommt Al-Hajj, Al-Umrah. Dann kommt Al-Bay', Kauf, Verkauf, dann kommt die Ehe und die Ahkam, der Scheidung, Ahkam von Al-Khul', alles. Wenn du diese Methodik benutzt, du wirst alle Kapitel von Al-Fiqh lernen. Aber wenn du jetzt hörst und du schreibst und du liest nicht, was du geschrieben hast, du lernst nicht, was du geschrieben hast, das bedeutet, du verlierst deine Zeit. Du wirst Informationen haben über Al-Fiqh, aber du sagst, ja, ich habe mal gehört, dass es gibt drei Arten vom Wasser. Ich habe mal gehört, dass Siwak ist Mustahab. Ich habe mal gehört, dass diese Sachen so und so. Du verlierst deine Zeit. Du bekommst Hasanat, weil du hörst, aber dass du die anderen helfen kannst, das wirst du nicht. Du erreichst das nicht. Aber wenn du jetzt die Absicht hast, dass du die anderen hilfst, dass du Al-Fiqh verbreitest,
dass du Al-Wa'i, diese das Begreifen in der Umma verbreitet, du brauchst das, du musst, das ist eine Ibadah, es braucht eine Absicht, es braucht eine Entschlossenheit, braucht ein, das ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Umma ist krank, Al-Umma ist krank. Was Al-Umma passiert jetzt, das ist die Erbe von vielen Jahren, von 300 Jahren. 300 Jahren. Al-Umma war nie so unwissend. Umma war wissend, Umma war wissend, die Frauen waren wissend, die Männer waren wissend, die Leute, die Bäcker waren wissend. Ich bedeute nicht, die waren gelehrt, sondern die hatten das Wissen über die Sachen, die notwendig sind. Und die haben viele Sachen begriffen. Jetzt nicht, Du sind 2-3 Milliarden oder so, das ist eine, viele Leute. Aber die Qualität dieser Leute ist nicht in der Höhe, wie früher war. Ich habe oft gesagt, dass früher die Leute, die haben in Doros von Al-Fiqh gesessen, in Doros von Al-Hadith gesessen, die Frauen, die Kinder, jetzt nicht mehr. Jetzt die Leute, die nehmen das alles ein Hobby, die hören. Aber wenn du wirklich nützlich für Al-Umma sein willst, dann nimm das ernst, was ich gesagt habe. Also diese drei Sachen sollst du ja nehmen. Wenn du ein Kapitel beendest, also wenn du ein Kapitel richtig beendest, du nimmst dieses Kapitel und versuch das zu schreiben, ohne von deinem Kopf. Versuch das zu schreiben. Nimm ein Blatt und schreib das. Diese vierte Etappe bedeutet, dass du diese Sache richtig in deinen Kopf graviert hast. Das ist graviert in deinen Kopf, diese Sachen. Also das ist jetzt die Methodik, wie ich lerne. Das, wir haben über diese vier Sachen besprochen. Jetzt, wir machen eine Wiederholung, inshallah. Immer wenn wir werden immer Wiederholungen machen. Wir haben geredet über Wasser. Warum reden alle Bücher von Al-Fiqh beginnen mit Wasser? Warum kommt diese Frage, warum beginnen wir mit Wasser? Also die erste Säule von Al-Islam ist Gebet, also praktische, nach Shahada. Sachen, die praktisch sind, die erste Säule von Al-Islam ist Gebet. Al-Fiqh muss mit dem Gebet anfangen. Aber um das Gebet durchzuführen, es gibt eine Bedingung vorher. Und das ist At-Tahara. Du musst rein sein, um vor dem König zu stehen. Vor Allah subhanahu zu stehen. Deshalb, die Leute reden, die Gelehrten reden über At-Tahara. Aber die Frage ist, womit macht man At-Tahara? Mit Wasser. Deshalb, wir reden über Wasser. Ja? Wir reden über, deshalb, der Autor hat gesagt, Wasser, wir haben geredet über Wasser. Wasser ist drei Arten. Tahur, Tahir, Najis. Aber in der Realität, der Autor, er sieht auch, dass Wasser ist zwei Arten. Es gibt nur Tahur und Najis. Entweder es ist rein oder unrein. Und diese Aussage hat Sheikh al-Islam angenommen. Er hat gesagt, Wasser gibt es entweder rein oder unrein. Aber die Gelehrten haben gesagt, es gibt Tahir. Tahir bedeutet, es ist gemischt mit irgendwas Tahir, wie zum Beispiel Limonade oder Teig. Es bedeutet, Tahir ist in sich selbst rein, aber man kann das nicht benutzen, um in der Wudu oder in der Ghusl. Man darf das nicht benutzen. Deshalb, die zweite Aussage, die zweite Gelehrten sagen, das brauchen wir gar nicht erwähnen. Wir erwähnen At-Tahur. At-Tahur ist rein. Das Wasser, was wir in der Leitung haben. Das ist rein. Bedeutet, dieses Wasser, was rein ist, hat drei Eigenschaften. Wie sollen wir wissen, dass dieses Wasser rein ist? Hat drei Eigenschaften. Erste Eigenschaft, die Farbe. Die Farbe, wir kennen das, die Farbe vom Wasser soll so bleiben, wie wir sie kennen. Zweitens, Geruch.
Es gibt Farbe, es gibt Geruch, also du riechst Wasser, es gibt keinen Geruch. Ja, Farbe, Geruch, dritte. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Al-Lawn, also Al-Madaq, Geschmack. Drei Sachen hat das Wasser. Wenn eine von den drei sich ändert, also ist nicht mehr Tahur. Es kommt, also er wird nicht mehr diese Eigenschaft haben, die Allah subhanahu wa ta'ala für uns will, dass wir mit diesem Wasser Wudu machen. Also das ist die erste Sache. Aber der Autor hat gesagt, dass dieser Tahur, es gibt davon, was Makruh ist, unbeliebt. Unbeliebt ist gemischt mit irgendwas, was ihm nicht, was zum Beispiel mit Öl zum Beispiel. Öl wird nicht mit Wasser gemischt, ist weit oben. Also entweder mit Öl oder Gas. Dieser sagt, das ist Makruh, man darf das nicht benutzen, weil es Makruh ist. Und es gibt ein Wasser, was haram ist. Und das ist Wasser, was man gestohlen hat, was man mit Gewalt genommen hat. Oder das ist nicht sein Wasser. Oder mit dem Geld, was haram ist. Aber in dieser Sache, es gibt eine Frage: Was ist, wenn jemand jetzt Wasser gestohlen hat, hat Al-Wudu gemacht und hat gebetet? Diese Sache habe ich letztes Mal geredet. Also, wenn man Geld hat, geht zum Hajj. Geld, was haram ist, geht damit zum Hajj. Oder jemand ein Boden, ein Grundstück hat, was haram ist, er betet drauf. Oder jemand hat ein Teppich gestohlen und er betet drauf. Ja? Immer solche Themen, die zwei Seiten haben. Eine Seite ist haram, eine zweite kann halal sein. Hier, manche Gelehrten sagen, das Wasser ist haram. Man wird dafür bestraft. Aber Wudu, wenn er das richtig macht, sein Wudu ist richtig. Daraufhin sein Gebet ist richtig. Genau wie jemand zum Hajj geht. Das Geld ist haram, aber die Taten, die er in Hajj macht, die sind in Ordnung. Sein Hajj ist in Ordnung, aber das Geld, was er gestohlen hat, wird er dafür Rechenschaft ablegen. Wenn jemand auch ein Grundstück stiehlt und er betet drauf, sagen, diese erste Tat ist trennbar von dem zweiten. Das Gebet ist authentisch, wenn er das Gebet richtig mit Säulen, Bedingungen, Verpflichtungen gemacht hat. Genau im Wasser hier, wenn jemand ein Wasser stiehlt und damit Al-Wudu macht. Deshalb er sagt Muharram, es gibt eine Aussage, er sah, die sagen, diese Seiten sind untrennbar. Wenn jemand eine Haram-Sache benutzt, um ein Ibadah zu machen, diese Ibadah ist Haram, wie es, was er sagt, dieser Wasser ist Haram. Zweitens, er redet über Wasser, was Tahir ist. Er sagt, Tahir benutzt man nicht, um Al-Hadath aufzuheben. Also wenn man jetzt kein Wudu hat, man darf nicht At-Tahir benutzen. At-Tahir ist rein in sich selbst, aber kann man damit nicht Al-Wudu machen. Das ist At-Tahir. Drittens, Najis, das Wasser, was unrein ist. Das Wasser, was unrein ist, ist gemischt mit einer Sache, die unrein ist. Deshalb man benutzt das gar nicht. Najis ist haram. Man darf das nicht benutzen. Dann hat er geredet über die Gefäße, Inä, weil Wasser braucht ein Gefäß, ein Inä auf Arabisch, Inä. Er sagt, dass diese Inä muss auch halal sein. Er darf nicht aus Gold oder auf Silber sein. Aber viele fragen, warum darf man nicht solche Sachen benutzen, die Gold und Silber sind, obwohl sie rein ist, weil Gold ist rein und Silber ist rein. Diese Sache hat eine tiefe Bedeutung in der Scharia. Es bedeutet, stell dir vor, es gibt Leute, die haben nichts zu essen. Die haben Schwierigkeiten im Alltag und die wissen, dass es gibt Leute, die benutzen Gefäße aus Gold, um Al-Wudu zu machen. Das ist, also manche Gelehrten, die haben gesucht, die Weisheiten, warum man das nicht benutzt. Also, es bedeutet, das verursacht in der Gesellschaft ein Hass. Man darf sowas gar nicht benutzen. Auch wenn man diese Gefäß bekleidet
mit Gold oder Silber, außer zur Notwendigkeit. Ja, wenn es ein kleines Loch gibt und man hat das so gefüllt mit ein Stück Gold oder Silber, dann ist es erlaubt. Er sagt dann, also wir haben geredet, dann, wenn man zur Toilette reinkommt, man kommt rein mit seinem linken Fuß und sagt Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Al-Khubth, das sind Plural von die männlichen Jinn, und al-Khaba'ith ist Plural von dem weiblichen Jinn. Deshalb man sagt Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika, also man nimmt Schutz von Allah subhanahu wa ta'ala vor diese Geschöpfe. Wenn man rauskommt, sagt Ghufranaka, alles, also man bittet um Vergebung. Manche haben gefragt, ich habe eine Frage bekommen, warum sagt man, nachdem man in die Toilette rausgegangen ist, sagt Ghufranak, Alhamdulillah, ladhi adhaba anni al-adha wa afani. Warum sagt man Ghufranak? Es gibt eine Aussage von Gelehrten, die sagen, man bittet um Vergebung, weil man auf der Toilette keinen Dhikr gemacht hat. Und das zeigt, dass Al-Mu'min in seinem Leben erlebt mit dem Dhikr wie ein Fisch im Wasser. Also auf Toilette hat man kein, man darf nicht den Dhikr machen, darf nicht Koran lesen, man darf nicht den Tasbih, Tahmid, darf das nicht machen. Deshalb, man geht raus und bittet um Vergebung, und das ist eine hohe Stufe. Das ist nicht Haram. Also man hat keine Sünde gemacht. Aber man hat, weil Al-Mu'min immer Dhikr macht, er bittet um Vergebung für diese Zeit, wo er keinen Dhikr gemacht Und dann sagt er, also von den Sunnen, die Gelehrten sagen, man bedeckt seinen Kopf, man nimmt eine Schuhe, aber früher war anders. Man geht in der Wüste, aber jetzt, das ist was anders. Deshalb, und die unbeliebten Sachen, du darfst nicht rein mit Sachen, wo Allahs Name geschrieben ist oder ein Stück von Al-Quran, oder da darf man auch nicht den Dhikr machen, und darf man nicht reden ohne Grund. Viele gehen rein in die Toilette und die singen. Da darf man nicht. Man darf nicht reden unnötigen Sachen, außer wenn man muss. Ja, wenn man rausgeht, da geht mit seiner rechte Fuß. Es ist unbeliebt, mit deinem linken Fuß rauszugehen. Du bist reingekommen mit deiner linken, du kommst raus mit deiner rechten. Und so ist das bei allen, das ist eine Regel. Du gehst rein in die Moschee mit deinem rechten Fuß. Das bedeutet, der Prophet, wie er es ja gesagt hat, dass der Prophet hat immer mit dem Recht angefangen in den guten Sachen. Du gehst rein in der Moschee, wenn man auch seine Kleidung anzieht, beginnt man mit dem Recht. Wenn man sich Strümpfe anzieht, beginnt man mit dem Recht. Ja, das ist die Umma von Eliamin. Dann haben wir geredet über Siwak. Und das ist Mustahab. Sie sagt, Yusannu Siwak bil'ud. Dieser Arak, dieser Stock von Al-Ud. Außer für jemanden, der illa li sa'imin ba'da zawali fayukrah. Also außer für jemanden, der fastet nach dem Dhuhr oder al-Asr, das ist unbeliebt. Und yata'akkadu 'inda as-Salah. Das bedeutet, as-Siwak ist ein Sunna mu'akkada, bevor dem Gebet. Also bevor man dem Gebet beginnt, as-Siwak ist mu'akkad. Deshalb hier, man fragt nach, was ist Sunna mu'akkada. Es gibt Sunna mu'akkada, wie al-Witr zum Beispiel, und da die zwei Raka'a Sunna von al-Fajr. Die Gelehrten sagen, das ist Sunna Muakkada. Das ist eine Verstärkung, Bestätigung. Es bedeutet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Sunna nie gelassen. Er hat das nie gelassen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, auch im, also zwei Raka'a von Al-Fajr, auch in der Reise hat das gemacht. Auch Al-Witr hat das gemacht. Das bedeutet Muakkada. Das ist eine andere Stufe von
von der Sunna, die ist Mu'akkada, bedeutet, der Prophet hat das immer gemacht. Er hat über viele Sachen geredet, jetzt über Sunnen, dass man, Prophet Salasim hat seine Haare mit dem Öl, hat Öl benutzt für seine Haare, Al-Kuhl auch für seine Augen. Man sieht im Spiegel Parfüm, das ist auch ein Sunnah, ein Sunnah von Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat über Parfüm geredet, aber viele reden über die Weisheiten von At-Tayyib. Parfüm ist eine, hat was zu tun mit der Seele. Parfüm, er gibt die Seele eine positive Energie. Also Parfüm ist sehr schön. Prophet Salasim hat nie Parfüm gelassen. Deshalb, At-Tayyib ist eine Sunna von Prophet Salasim. Al-Kuhl auch. Und viele andere Sachen hat er geredet. Dann haben wir über die Verpflichtung von Al-Wudu. Er hat gesagt, sie sind sechs. Er redet über Gesicht. Gesicht schließt Mund und Nase bei Al-Hanabila. Al-Hanabila, für Al-Hanabila, Al-Madmada, der Mund, also man macht Wasser rein im Mund und man bewegt Wasser im Mund, das ist Pflicht bei Al-Hanabila. Auch Al-Istinshaq, man zieht Wasser hoch in der Nase, es ist Pflicht bei Al-Hanabila. Aber bei Al-Jumhur nicht, bei Al-Maliki nicht. Warum? Weil Al-Hanabila sagen, Mund und Nase gehören dem Gesicht. Und Gesicht wurde im Koran, in dieser Ayah, erwähnt. Aber bei anderen nicht. Hanabila, Shafi'iyya, Al-Hanafiyya, die sagen, Al-Madmada und Al-Istinshaq ist nicht Pflicht, Mustahab. Ghaslul Yadayn, das Waschen der Hände bis Ellenbogen, das ist auch ein Pflicht. Al-Rijlain, die Füße, streichen über den Kopf mit den Ohren. Die Anordnung von diese, also man beginnt erstmal mit dem Gesicht, dann Hände, dann Kopf, dann Füße. Er redet über Al-Mualat, bedeutet, man muss jeden Organ nach anderen, so schnell wie möglich, nicht man jetzt telefoniert oder, wir haben darüber geredet. Dann redet er über die Absicht. Die Absicht, sagt, ist eine Bedingung in At-Tahara. Warum? Weil At-Tahara ist eine Ibadah. Aber wenn du jetzt ein Najasa von dem Ort wegmachst, brauchst du keine Absicht. Das brauchst du nicht. Aber wenn du Wudu machst, du brauchst die Absicht, weil es ein Ibadah. Al-Wudu ist ein Ibadah in sich selbst. So sagt der Autor. Dann redet er über Tasmiyah. Du sagst Bismillah. Er sagt Wajiba. Und diese Aussage ist schwach. Ja, Tasmiyah ist nicht Pflicht. Al-Jumhur, die Gelehrten sagen, das ist nicht Pflicht. Auch eine Aussage in Al-Hanabila, bei Al-Hanabila sagen, das ist nicht Pflicht. Weil es gibt ein Hadith, Imam Ahmed überliefert, Prophet sagt, La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alayhi. Es gibt, Wudu ist ungültig, wenn jemand At-Tasmiyah nicht macht. Dieser Hadith hat Imam Ahmed selbst zu da'if erklärt. Ja? At-Tasmiyah sagt, es ist wajib. Und sogar er sagt, Tasmiyah ist Pflicht in Al-Ghusl auch und auch in At-Tayammum. Und er sagt, dass wenn jemand, die Sache ist bekannt bei Al-Hanabila, wenn jemand schläft und steht auf, er muss seine Hand waschen. Ja? Hadith von Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hanabila sagen, diese Befehl in diesem Hadith, also wenn man von euch aufsteht, Nacht bedeutet Schlaf von Nacht. Dann muss deine Hand waschen. Aber wenn man es vergisst, die sagen, das ist nicht mehr Pflicht. Dann redet er über Sunnen. Die Sunnen von Al-Wudu. Er sagt, Iqbal al-Qibla, man soll Richtung al-Qibla. Diese Aussage hat keinen Beweis. Diese Aussage hat keinen Beweis.
Siwak, Siwak ist ein Sunnah, natürlich. Siwak. Buda'a bi ghasli yadin ghayri qa'imin min nawmi layl. Also, wenn jemand jetzt aufsteht und er wäscht seine Hände, das ist Sunnah. Ja, aber die Hände bis Ellenbogen, das ist Pflicht. Aber wenn man jetzt aufsteht, muss seine Hände, die Köpfe, ja, waschen. Dreimal in Al-Wudu, die erste Mal ist Pflicht, die zwei anderen ist Sunnah. Wenn man jetzt Al-Wudu macht nur einmal, das ist Pflicht. Aber die zweite Mal und dritte Mal ist Sunnah. Aber Imam Malik sagt, das ist für mich sehr unbeliebt. Weil es gibt viele Leute, kann sein, dass sie einmal macht und er vergisst irgendwas oder umfasst nicht mit Wasser ein Glied, ein Teil von seinem Körper. Deshalb ist es besser, dreimal zu machen. Weil der Prophet hat dreimal gemacht. Also Madmada und Madmada und Sinshaq Mubalagha fihima, er sagt, die Übertreibung im Ziehen des Wassers in deine Nase, außer für jemanden, der fastet. Das ist ein Sunnah. Takhlilu sha'rin kathif, also wenn jemand jetzt Bart hat und sein Bart ist sehr, sehr, sehr viel, er soll sein, Takhlil bedeutet, er nimmt seinen Finger, macht sie rein mit Wasser, er bewegt sein Wasser in seinem Bart. Ja? Er sagt, es ist makruh, wenn du mehr als drei Mal wäschst in der Wudu. Man darf nicht. Also viermal, sechsmal, ein, zwei, drei. Und von der Sunnah, wenn man sein Wudu beendet, man sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Das ist die Sunnah von Prophet sallallahu alaihi wasallam. Macht das Dua nach Al-Wudu. Dann haben wir über Strümpfe. Wir haben gesagt, dass Hanabila, sie erlauben Streichen über die Strümpfe aus Stoff. Und Al-Jumhur, die anderen, die sagen, es muss aus, Al-Khuf ist aus Leder. Ja, das ist diese Sache, es gibt zwei Meinungen. Deshalb, Al-Hanabila sagen, dass dieser Strumpf, er hat Bedingungen, muss nicht in Haut zeigen und muss auch nicht viele Löcher geben. Ja? Und er muss auch die Stelle von Al-Wudu bedecken. Ja? Er redet hier über Strümpfe, über Al-Imama-Turband, über auch Al-Khimar der Frau. ويجوز المسح على خف نحو عمامة وذكر محنكة أو ذات ذؤاب خمر نساء مدارات تحت الحلق. إذا الخمار يظل جيفيكل دمت من المسح مخت weil wenn die Frau rausgeht und es ist kalt und dann kann sie nicht draußen ihre Khimar wegmachen. Dieser Khimar, die Bedingung dieser Khimar soll gewickelt auf ihren Hals. Dann darf man Al-Masih machen. Er redet auch über Schiene, über diese Gips, wenn man verletzt ist, darf man auch Al-Masih machen. Er redet auch über Al-Masih für einen Reisenden, das sind drei Tage. Und Al-Masih für jemanden, der nicht Reisende, das ist eineinhalb Tage, 24 Stunden. Also das ist das meiste, was wir gelernt haben. Deshalb wiederholt er diese Sachen, damit wir nächstes Mal weitermachen. Also er geht jetzt und inshallah, er hört diese Audios wieder und benutzt diese Methode, was ich gesagt habe, diese Heft schreibt er und versucht zu lernen oder oft zu lesen. Und wir werden einen Tag inshallah in Zoom wir machen eine Sitzung in Zoom, damit ich eure Fragen beantworten, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Taten annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Wissen mehren. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.